Wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Gott ist für uns, so kann nichts wider uns sein. Mit diesem Spruch aus dem Römerbrief schicke ich Ihnen im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Kehl einen Satz der Hoffnung. Das Licht der Hoffnung brennt in der Zuversicht. Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen gesegnete Ostern. Das Licht der Hoffnung soll dir ein Freund sein, der dir hilft zu vertrauen, wenn dir alles hoffnungslos erscheint. Ein Licht kann noch so klein sein. Es soll ein großes Feuer daraus werden. Jesus lebt, ich weiß genau. Nichts kann mich von Jesus trennen. Keine Macht der Finsternis. Keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue vergeht nicht. Das ist unsere Zuversicht. Zu Ostern Licht und Leben aus Witze. Wir, die Diersheimer und Linkser Kirchengemeinde, kurz Dingser, geben das Licht der Hoffnung, begleitet mit dem Satz der Hoffnung, gerne weiter. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und Frieden. Kirchengemeinde Hesselwurst. Glaube versetzt Berge. Wir sind nicht schneller als das Licht. Trotzdem ist das Licht stets bei uns. Armenische Gemeinde Kehl. Auenheim, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ganz herzliche Grüße aus der Kirchengemeinde Rheinbischofsheim mit Haus Gereuth und Holzhausen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und jenen, die in Finsternis sind, scheint es hell. Jesaja 9. Freie Evangelische Gemeinde Kehl. Gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Dietrich Bonhoeffer. Neuapostolische Kirchengemeinde Kehl. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Mit diesem alten Gruß der Christenheit grüßen wir die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Kehl-Hanauer Land, Sie alle ganz herzlich zum Osterfest und wünschen Ihnen frohe und gesegnete Ostern.